Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Sandro, ich bin Piercer und Bodymodder bei Devil's Arzt. Und heute geht es um ein Thema, an dem schon viele verzweifelt sind, nämlich Entzündung bei Piercings. Vielleicht habt ihr ja auch das Problem, ihr habt ein Piercing, das sollte längst verheilt sein, ist immer noch entzündet. Ihr habt schon alles Mögliche probiert, ihr pflegt es immer noch, ihr desinfiziert es immer noch, ihr habt schon alles Mögliche draufgeschmiert, dies, das, jenes. Nichts hat wirklich geholfen. Ihr seid zum Arzt gegangen, der hat gesagt, rausnehmen. Der Piercer hat gesagt, rausnehmen, heilen lassen, neu stechen. Aber das wollt ihr ja nicht. Ihr wollt es nicht rausnehmen, ihr wollt es nicht neu stechen, ihr wollt es ja retten, so wie es ist. Sonst hättet ihr es euch ja nicht stechen gelassen. Keine Sorge, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euer Piercing rausnehmen müsst, ist sehr gering. Und ich erkläre euch heute, was ihr machen könnt, um eure Entzündung zu behandeln. Aber zuerst mal, was ist eigentlich, wenn man die Entzündung einfach lässt? Geht sie von selber weg? Die ist ja auch von selber gekommen. Nee, falsch. Die ist überhaupt nicht von selber gekommen. Die hat eine Ursache. Eine Entzündung hat immer eine Ursache. Und es geht heute darum, die Ursache zu beheben. Weil sonst könnt ihr draufschmieren, was ihr wollt, könnt ihr machen, was ihr wollt. Die Entzündung wird immer neu verursacht und wird niemals auf Dauer besser werden. Entzündungen bei Piercings sehen aber nicht nur schlimm aus oder sollten behoben werden, damit das Piercing endlich gerettet ist, sondern können eventuell auch Gefahren mit sich bringen. Zum Ersten kann es sein, dass euer Piercing vom Körper als störender Fremdkörper einfach abgestoßen wird, also sozusagen rausgammelt. Aber besonders bei Piercings, die im Knorpel sind, ist es ziemlich gefährlich. Da kann die Entzündung sich auf Dauer auf den Knorpel übertragen und dann löst es eine Knorpelentzündung aus. Eine Knorpelentzündung sieht sehr, sehr hässlich aus und ist auch irreparabel. Im allerschlimmsten Fall, also wenn Piercings zum Beispiel in der Nähe von wichtigen Nerven liegen, zum Beispiel wie bei einigen Piercings, die im Gesicht sind, könnte die Entzündung sich auf die Nerven übertragen und von denen weitergeleitet werden, im allerschlimmsten Fall bis zur Hirnhaut, was tatsächlich zu schweren Behinderungen führen könnte. So, jetzt habe ich euch mal genug Angst gemacht. Wie gesagt, ihr könnt gegen die Entzündung aber auch vorgehen und ich erkläre euch jetzt mal wie. Wie eben schon gesagt, ist es wichtig, erstmal die Ursache rauszufinden. Eine mögliche Ursache wäre zum Beispiel Druck. Also Druck zum Beispiel durch Kleidung. Wenn man zum Beispiel ein Bauchnabelpiercing hat und der Gürtel drückt drauf, das kann eine Ursache sein. Oder wenn der Schmuck drückt, also wenn ein Stecker ist und er ist zu eng. Zum Beispiel beim Ring ist es auch möglich. Wenn ein Piercing diesem Druck ausgesetzt ist, dann wird es sich auf jeden Fall entzünden. Da führt kein Weg dran vorbei. Eine weitere Ursache, die möglich sein könnte, ist das Material. Wenn das minderwertig ist oder wie bei Silber, also nickelabsonderndes Material. Silber ist ja kein minderwertiges Material, aber es ist halt stark nickelabsondernd. Deswegen auch als Ersteinsatz nicht geeignet. Selbst wenn ihr keine Nickelallergie habt und Nickel eigentlich erfahrungsgemäß sehr gut vertragt, ist es als Ersteinsatz sehr ungeeignet, weil man kann auch eine Nickelallergie erst bekommen davon. Man muss sie nicht vorher schon haben. Hier seht ihr mal ein Beispielbild. Die Kundin hatte minderwertigen Schmuck im Stichkanal, aber nicht mal im frischen Stichkanal, sondern sogar im Verhalten nebendran. Und die Nickelabsonderung hat sich auf den frischen Stichkanal übertragen und eine Entzündung verursacht. Eine weitere Ursache könnte ein Fehler in der Pflege sein. Das können auch Kleinigkeiten sein, an die ihr vielleicht noch gar nicht gedacht habt. Wenn die bisher genannten Ursachen alle behoben sind, dann ist die Entzündung natürlich immer noch da, aber jetzt hat sie erstmal eine Chance abzuklingen. Jetzt solltet ihr euer Piercing wieder bis ins Detail so pflegen wie am Anfang. Dazu könnt ihr euch mein Piercing-Pflegevideo ansehen, da erkläre ich nochmal ganz genau bis ins Detail, was man alles beachten sollte. Den Link dorthin findet ihr in der Beschreibung. So, jetzt habt ihr eine gute Grundlage, dass euer Piercing endlich bald besser werden kann. Jetzt wollt ihr sicher noch wissen, was man irgendwie zusätzlich noch machen kann an irgendwelchen Mittelchen, die man draufschmieren kann. Hilfreich bei Entzündungen ist zum Beispiel Pyrosurgel. Das ist in der Apotheke frei verkäuflich, das könnt ihr euch da holen. Ihr solltet aber unbedingt darauf achten, dass ihr auch Antibiotika vertragt. Das ist ja ein Lokalantibiotikum. Ja, das könnt ihr schön dick und oft draufschmieren und lang einwirken lassen. Ansonsten könnt ihr auch Teebaumöl nutzen. Wenn das Vernünftiges ist, dann ist das sehr verträglich und wirkt stark antibakteriell. Da gibt es aber erhebliche Qualitätsunterschiede, also ich würde nicht das irgendwo aus dem Discounter holen oder so, das kann sein, dass es hautreizend wirkt. Ich würde es schon aus einem vernünftigen Piercing-Fachhandel bestellen und dann auch, um ein bisschen sicherer zu gehen, dass man es auch wirklich verträgt, vorher vielleicht ein paar Mal an einer anderen Stelle irgendwie testen. Wenn diese Ratschläge, diese Behandlung alles nichts mehr helfen sollte, also wenn die Entzündung so fortgeschritten ist, dass diese oberflächliche Behandlung einfach nicht mehr hilft, dann kann es sein, dass die Behandlung einfach von innen kommen muss, also zum Beispiel durch Antibiotika, die vom Arzt verschrieben werden. Dann müsstet ihr schon zum Arzt gehen. Ihr könnt aber auch schon darauf bestehen, dass das Piercing drin bleibt, weil das wird mit Antibiotika dann schon heilen. Ja, leider gibt es auch K.O.-Kriterien, also wenn der Körper mit irgendwas Großem zu kämpfen hat, so dass er nicht das heilen kann und das Piercing auch. So, wenn ihr zum Beispiel schwanger werdet oder wenn ihr eine schwere Verletzung habt, sodass der Körper beides nicht schafft, dann wird der Körper sich leider natürlich für das entscheiden, was wichtiger ist und wird das Piercing abstoßen.
dann habt ihr keine Chance, dass, also vermutlich keine Chance, dass eine Heilung in Sicht ist. Das war soweit jetzt alles, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Auch hier könnt ihr natürlich gern unter dem Video kommentieren, falls noch irgendwelche Fragen offen geblieben sind, da werde ich auch drauf antworten. Auf diesem Kanal werden noch weitere informative Tutorials gezeigt und auch unterhaltsame Making-of-Videos. Also abonniert den Kanal und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann aktiviert auch die Glocke. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal.